Das Problem ist immer, es gibt eigentlich sehr viel zur Politik der Translation in der Translationswissenschaft. Es gibt diese verschiedenen Ansätze. Die postkolonialen Autoren haben einiges darüber gemacht. Die große Rede von der Unsichtbarkeit, Sichtbarkeit des Übersetzers, des Dolmetschers gehört sicherlich auch dazu. Ethische Fragestellungen und so weiter. Aber wenn man jetzt so ein Projekt hat und Doktorandinnen und Doktoranden, die diverse Bereiche bearbeiten mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen methodischen Zugängen, wenn die zusammenkommen in einer Gruppe und gemeinsam arbeiten sollen, was machen die da eigentlich? Sitzen die da nebeneinander und jeder macht seins? Oder wenn es ein gemeinsames Projekt sein soll, bräuchten wir dann nicht einen gemeinsamen methodischen, theoretischen Rahmen? Und ist es nicht auch unsere Aufgabe, in diesem Zusammenhang einen eben solchen Rahmen zu entwickeln? Das heißt, es geht nicht nur sozusagen um die Fälle, die die Studierenden und die Bereiche, die die Studierenden bearbeiten, sondern wir möchten auch begrifflich konzeptionelle Arbeit leisten und ein reflexives Moment in das Projekt einbauen. Da viel auch über die Selbstverständlichkeiten in unserer Disziplin, in der Translationswissenschaft insgesamt schauen. Wir hatten angefangen, das stand dann auch in der Bewerbung, die wir an der Uni eingereicht haben, so drin, dass wir gesagt haben, wir möchten so etwas Komplexes untersuchen. Da sollen die Akteure genauso dazugehören wie die Prozesse und die Produkte und so weiter von Translationen. Und das, was uns besonders interessiert, ist das politische Moment. Das ist jetzt erstmal so ganz allgemein und einfach gesagt, sollte das der Rahmen sein. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn politisch? Was ist politisch an Translation? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können sagen, Translation ist immer politisch. Wir wollen sagen, Translation ist potenziell politisch, aber ist nicht an sich politisch. Ja, das ist ein Unterschied. Translation birgt immer etwas potenziell Politisches in sich. Das heißt, es kann immer politisiert werden. Es kann immer politisch performativ ausgelebt, ausgehandelt werden. Aber Translation ist nicht an sich politisch. Genauso wenig wie Texte oder Textsorten an sich politisch sind. Sie werden politisch, und zwar in bestimmten spezifischen Kontexten werden sie politisch. Oder sie werden politisch eingesetzt. Politik als Strategie. Wie wirken sie politisch? Es kann auch sein, dass es gar nicht politisch eingesetzt wurde, aber dass Texte politisch wirken durch andere Anschlusshandlungen. Welche Rolle spielt Translation in der Aushandlung sprachlich-kulturell und identitärer Neuordnung? Das heißt, nicht nur jetzt den Blick auf Translation abgeschottet zu richten, sondern zu sagen, okay, es verschieben sich sprachliche Grenzen, es verschieben sich nationale Grenzen und so weiter. Und Translation scheint ein wichtiger Katalysator zu sein. Und in anderen Disziplinen, ob das jetzt die Geschichtswissenschaft ist oder die Philologie und so weiter, werden auch Nationenbildungsprozesse diskutiert und der Kanon und so weiter. Aber es wird nicht der Blick auf das genuin translatorische Moment gelegt. Also wäre es unsere Aufgabe, genau das zu tun. Okay, also dass politisch inszeniert wird, das ist schon so ein bisschen ein Stichwort für das, was ich hier performativer Ansatz nenne. Die performative Wende in den Kulturwissenschaften, die performative Wende in den Translationswissenschaften, die Terms, ja, Andreas Kellert sagt so schön immer die Turnstunden der Translationswissenschaft. Wir haben immer mehr davon. Es ist einfach alles Mögliche performativ geworden, sozusagen. Dennoch denke ich, dass das Wort an sich einen Hinweis darauf gibt, was fokussiert wird, als strategisch-analytische Kategorie des Zugangs sozusagen. Wir möchten nämlich einen Translationsbegriff einsetzen, der dynamisiert wird. Das heißt, wenn wir das translatorische Handeln fokussieren, und zwar Handeln im Sinne der Handlungstheorie, eventuell auch im Sinne von Hans Vermeer, Vermeers handlungstheoretischen Ansatz, dann lenken wir den Blick auf das, was getan wird und nicht so sehr auf den Text als Einheit zum Beispiel. Das Performative im translatorischen Handeln ergänzt sozusagen das Handlungskonzept in der Theorie von Hans Vermeer durch einen politisierten Ansatz. Und durch einen Ansatz, der das Handeln nicht als den Vollzug von Intention versteht. Ich glaube, das ist wichtig,
Hans Vermeer hat zwar in seinen letzteren Werken sehr stark auch revidiert und geöffnet, was Möglichkeiten des Scheiterns oder der Nichtvollzug und so weiter angeht, aber ich denke, dass der Ansatz an sich sehr stark auf Intentionalität basiert und da eine Art Teleologie als Vollzug dieser Intentionalität eingeschrieben ist. Und was der Begriff des Performativen leistet, ist, auf diese Unkalkulierbarkeit des Vollzugs hinzuweisen, auf das Risiko hinzuweisen in der Handlung. Was wichtig ist an dem Translationsbegriff, ist, dass wir ihn nicht als neutralen Bedeutungstransfer sehen möchten, der zwischen zuvor bestehenden Spracheinheiten geschieht, sondern dass Translation zugleich etwas ist, das Grenzen markiert und verschiebt. Ja, das heißt, es gibt nicht, oder man kann sich das so vorstellen, es sind nicht vorher zwei Sprachen da, zwischen denen übersetzt wird, sondern wo die eine Sprache anfängt und wo die andere beginnt. Oder ob es sich tatsächlich um zwei verschiedene Sprachen handelt oder es uns nur so vorkommt. Ja, das entscheidet Translation oft. Also wo verständigen wir uns noch, wo weichen wir aus oder wo setzen wir Translation strategisch ein, um Grenzen zu markieren? So ist das ungefähr zu verstehen. Also Grenzen markieren, Grenzen erzeugen, Grenzen verschieben, Grenzen aufheben. Das ist, ich glaube, ist ein sehr interessanter Ansatz und er nähert sich unter anderem von Naoki Sakais Konzept des Bordering, aber auch von Ansätzen in der Soziologie der Migration, Border Studies. Da gibt es einen ganzen Bereich, der sehr interessant ist, wo die Soziologen sich mit einem essentialistischen Gesellschaftsbegriff auseinandersetzen, um zu sagen, okay, hier endet die Gesellschaft. Wie? Ich meine ich eigentlich Nation, wenn ich Gesellschaft sage, ist da irgendwie ein epistemologisches Problem, was mache ich eigentlich? Ne? Und ich glaube, mit solchen Fragen müssen wir uns in der Translationswissenschaft auch auseinandersetzen. Auch wenn wir von Translation proper als interlingualer Translation sprechen, ne? Also Derrida hat es ja schon gezeigt, da gehen wir davon aus, dass wir zwar Sprachen haben und zwischen denen hin und her übersetzen. Ne? Und da ist auch schon sehr viel eingeschrieben. Und das so ein bisschen aufzubrechen und zu dynamisieren, das ist, glaube ich, wichtig. Damit meinen wir aber nicht, mit einer Dynamisierung meinen wir nicht eine Metaphorisierung des Translations. Also es ist nicht angedacht oder wir wollen uns sozusagen abgrenzen gegen die kulturwissenschaftlich sehr stark metaphorisierte Verwendung von Translation. Und da kann man sich, glaube ich, anlehnen an das, was Spivak die Rückbesinnung auf die Sprache nennt. Sprache natürlich nicht im rein linguistischen Sinne, aber auch tatsächlich auf das Sprachliche zumindest. Also schon im linguistischen Sinne, aber nicht im klassischen linguistischen Sinne. Also die metaphorische Verwendung des Distanzations- oder Übersetzungsbegriffs wollen wir auch nicht unbedingt haben, denn Translation soll eine funktionsfähige, effektive Untersuchungskategorie bleiben. Ja, wir möchten uns eben translatorische Prozesse anschauen, Handlungen, Performanzen, die in andere Handlungsformen und Kommunikationsanschlüsse eingehen. Okay, die heuristischen Kategorien, die wir festgemacht haben, und das ist tatsächlich, die sind weitgehend in diesem Workshop in Kuhn entstanden. Wir hatten natürlich vorher darüber nachgedacht und in den Tagungen, in den Fachtagungen, die veranstaltet wurden, sind auch viele Ideen dazu aufgekommen oder wurden entwickelt. Wir schauen, ob wir tatsächlich damit arbeiten können. Wir meinen diese Kategorien nicht als gesonderte Kategorien. Es gibt viele Überschneidungen, es gibt immer Überschneidungen, es muss unwillkürlich Überschneidungen geben, aber sie sollen dienen, dafür sind heuristische Kategorien da, um den Blick auf etwas Spezielles zu lenken, um vielleicht etwas abdenken zu können und fokussieren zu können. Translation als Entdeckung, Translation als Grenzziehung, also nicht grenzend und so weiter. Translation als Umgestaltung und Manipulation, mit dieser Kategorie haben wir noch die größten Probleme. Da haben wir sehr lange darüber diskutiert, jede Translationsumgestaltung, klar, ja, die Manipulation School und so weiter, was verstehen wir unter Manipulation, etc. Aber wir wollen auch nicht diesen sehr interessanten Aspekt des Politischen als zum Beispiel Zensur, ja, dieser ganz untypische Bereich, aufgeben, wo tatsächlich eine Transformation gewollt, ungewollt, im
politischen Moment passiert. Unter dem politischen Aspekt passiert. Und translationale Heterodoxie lehnt sich an den Heterodoxie-Begriff bei Bachtin an, aber eigentlich eher in der Art und Weise, wie Brigitta Busch ihn versteht. Nämlich, als Brigitta Busch sagt so schön, niemand hat ein einziges, also niemand ist einfach. Niemand ist einfach. Das heißt, diese Vorstellung eines linguistischen Repertoires, das ein jeder hat, diese Dialekte, diese Subdialekte, andere Ressourcen, sprachliche Ressourcen, die wir haben, die gehören zu unserer Identität, die machen uns auf. Und es ist nicht zu verstehen wie ein Werkzeugkasten, sondern es geht ineinander über und so weiter. Und ich finde diesen Gedanken sehr interessant, weil er natürlich auch, was diese Idee der Grenzziehung und so weiter, der Verschiebung angeht, sehr deutlich macht und das für das Performative sehr geeignet ist. Man kann das schlecht verallgemeinern. Man muss immer sehen, wie verhält sich das, wie geschieht es. Okay, Performativität und Kulturtechnik. Über Performativität habe ich ja schon einiges gesagt, aber vielleicht nochmal zur begrifflichen Klärung. Wir hoffen, dass diese Idee des Performativen eben stärker den Blick auf das Handeln lenken, den Handeln lenken kann und dass Intentionalität, ich habe das vorhin schon gesagt, Intentionalität durch Performativität ergänzt wird. Es ist immer eine Intention im Handeln drin, aber ich glaube, sie ist adäquater zu denken oder vielleicht kann gereichert werden durch das Performative oder müsste sogar gereichert werden durch das Performative. Performativ ist, um mit Judith Butler zu reden, Sie kennen vielleicht Judith Butler, ist dramatisch und nicht referenziell. Dramatisch, sie ist immer inszeniert. Judith Butlers Werk hier bezieht sich auf die Konstruktion von Geschlechtszugehörigkeiten und Geschlechtergrenzen sozusagen. Und da macht sie eine Unterscheidung, das kommt eigentlich schon viel älter von noch von Simone de Beauvoir, mit der sie sich auseinandersetzt, wo sie sagt, dass Geschlechtszugehörigkeit konstruiert wird, dass wir das machen, dass wir das tun, dass es nicht ist, sondern dass es getan wird, dass es inszeniert wird. Und deswegen ist es nicht einfach referenziell, sondern wir basteln mit an dieser kollektiven Form der Geschlechtszugehörigkeit. Dann das Performative macht es möglich, dass wir auf Szene und Ereignis schauen. Und Ereignis meine ich hier auch eigentlich in Anlehnung zu Derrida, aber auch zu anderen Theoretikern wie Dieter Mersch zum Beispiel, von dem ich hier den Szenebegriff entlehne. Das Ereignis, Derrida sagt, es ereignet sich. Und da ist gerade diese Kritik an der Gelingensphilosophie. Also ich tue etwas, ich habe das geplant, ich habe die Kompetenz dazu, ich tue es und so funktioniert das dann auch. Das Ereignis ist unvorhersehbar. In der Verantwortung im Zusammenhang mit dem Ereignis sagt er wieder, ich muss es mir vornehmen, auch das ethische Moment ist dann, ich muss es mir vornehmen und ich muss Verantwortung übernehmen. Aber zu dieser Ethik und Verantwortung gehört auch, dass ich wissen muss, dass ich nicht garantieren kann. Es ist immer ein bisschen eingeschrieben, dass ich nicht garantieren kann, dass ich das kann, dass es funktioniert, dass es gemacht wird. Ereignisse sind sozusagen auch immer mit einer Art Überraschungsmoment und einer Art Inkalkulierbarkeit und auch mit einer Unentscheidbarkeit verbunden. Gut, was die Performativität, gerade weil sie auch aus den Performance Studies und dem Theaterbereich und so weiter kommt, nicht nur von der Sprechakttheorie her, auch möglich macht, ist natürlich, oder in den Fokus stellt, ist die Berücksichtigkeit der Stofflichkeit und Leiblichkeit des Körpers. Also es ist nicht nur der Kopf und die Kognition, sondern der Körper ist da. Und der ist eigentlich in den performativen Ansätzen immer sehr stark im Vordergrund. Hier habe ich ein Zitat von Dieter Mersch. Szenen realisieren sich nicht als Aktualisierung von Rolle, oder als Verkörperung eines vorgeschriebenen Skripts, Umsetzung von Zug, vielmehr erweisen sie sich als Ereignis der spezifischen Konfiguration im Moment.
Momentaufnahme, da ist eine spezifische Konfiguration entstanden, die nicht mit den vielen Modellen, die wir immer haben, mit dieser Faktor und dieser Faktor und dieser, da passiert das, ne? Weiß, sondern es sind immer Dinge der Wahrheit entgehen unserer Konfiguration. Es heißt, hier ist ein Zusammenspiel zwischen Strategie und Kontingenz unbedingt mit eingeschrieben und die Problematisierung des Subjekts als Selbstpräsenz. Damit meine ich einfach das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich mir etwas vornehme und dass ich weiß, was ich will und dass ich dann genau das umsetze, wovon ich meine, ich wüsste, was ich wollte. Okay. Also es geht auch um die Beziehung zum anderen. Denn Ereignisse und die Konfiguration der Ereignisse entstehen natürlich im Zusammenspiel. Es ist nicht nur mein Tun als Handeln, als halbhandelndes Subjekt, sondern es ist unser aller Tun sozusagen. Hier habe ich noch ein Zitat oder zwei Zitate, die müssen nicht beide lesen, wenn es zu viel wird, von Erika Fischer-Lichte, die ist Theaterwissenschaftlerin. Und sie hat in einem Band zum Performativen mitgearbeitet, wo sie es eigentlich auch sehr schön auf den Punkt bringt, was man in den Künsten die performative Wende nennt. Auch schon eine Weile her, dass es passiert ist. Statt Werke zu schaffen, bringen die Künstler Ereignisse hervor, sagt sie, in denen nicht nur sie selbst, sondern auch die Rezipienten, Betrachter, Hörer, Zuschauer involviert sind. Also auch in den Performance Studies, wie in der Beauty Checker zum Beispiel, hat da sehr interessante Ansätze. Dass man sozusagen die Vorstellung nicht trennt, dass man sie öffnet, dass man sie nicht schon vorhersehen kann, dass man nicht weiß, wie es ausgeht, dass die Schauspieler nicht ganz anders einbringen und so weiter. Okay. Der Performance-Begriff, wie ich ihn jetzt vorgestellt habe, und der Begriff der Kulturtechnik, die hängen für mich jetzt relativ eng zusammen. Die kommen auch so ein bisschen aus der gleichen Ecke. Kulturtechnik ist ein Begriff, der von der deutschen Medienwissenschaft entwickelt wurde. Es gab ein Forschungsprojekt dazu und wird jetzt aber auch von anderen internationalen US-amerikanischen Medienwissenschaftlern gern aufgenommen. Es gibt ganze Bücher, Bände zu Kulturtechniken, Kulturtechniken und Kulturtechniken und man weiß oft nicht genau, was es bedeutet. Ja, auch wieder so ein bisschen eine schwammige Kategorie, aber eigentlich ist die Idee von Kulturtechnik natürlich schon sehr alt. Es gibt diese Abhandlung von Marcel Mauss über Körpertechniken. Das ist ganz interessant, das zu lesen. Ja? Also Hygiene als Körpertechnik, wie verhalten sich die Menschen schlafen als Körpertechnik, wo schlafen sie, was machen sie und so weiter. Schreiben, Lesen, Gebrauch des Computers ist eine Kulturtechnik. Propfen ist eine Kulturtechnik. Kulturtechnik kommt natürlich auch aus dem Agrikulturbereich. Ja, und Propfen ebenso. Propfen. Was ist Propfen? Propfen, nicht Propfen. Doch, Propfen. Propfen. Genau, wie heißt es auf Englisch? Gut, egal. Also es geht darum, zwei Pflanzen zu kreuzen. Ja, oder zu veredeln. Blending. Ja, es ist nicht Blending, aber. Ja, kein Wort. Okay. Genau. Also das ist auch eine Kulturtechnik. Das ist sehr interessant beim Tropfen, weil zum Beispiel unter anderem von natürlicher Tropfung die Rede ist. Also es passiert, wenn Pflanzen sich berühren und dann irgendwelche interessanten Austausch miteinander haben. Oder man kann es tun, sozusagen. Also man kann selber Pflanzen. Pfropfen. Das ist auch eine interessante Kulturtechnik und als Metapher sehr interessant bei Pfropfen, nicht nur bei Derrida, aber auch im Zusammenhang mit Translation, der häufig auch erscheint, zum Beispiel bei Schleiermacher, Blenden und so weiter. Also diese ganzen botanischen Metaphern, Gedeihen und so weiter, die sind alle in diesem Zusammenhang interessant. Okay, also die Kulturtechnik ist ein kollektives Phänomen, das ist wichtig, das durch, ich zitiere hier Krämer und Wedeker, die dieses Buch herausgegeben haben,
das durch handgreiflichen Umgang des Menschen mit Dingen und symbolischen und technischen Artefakten entsteht. Handgreiflicher Umgang mit Dingen und symbolischen und technischen Artefakten. Das heißt, es ist die Kultur, es ist etwas, was gemacht ist, was entstanden ist durch Menschen. Es ist technisches Können und es ist Technik, also die Dinge. Also der Computer ist Technik, wenn ich ihn bediene, ist es technisches Können und natürlich ist er eine kulturelle Errungenschaft. Das heißt, es ist man kann von einer Tradiertheit sprechen im Zusammenhang mit Kulturtechnik. Es wird überliefert, es gehen Dinge voraus. Es ist immer eine Beziehung zum anderen, weil kollektiv diese Techniken entstehen und weitergegeben werden. Und es hat immer was mit Körper zu tun. Wir haben von einem handgreiflichen Umgang geredet. Das ist sehr spannend. Hier in diesem Band ist ein Beitrag von Wenzel, wo er über die Hand spricht. Ja. Und als Instrument des Zählens, als Notationsinstrument für die Minotechnik und so weiter. Ne. Bis zum Datenhandschuh, sagt er. Interessant ist daran, dass bestimmte Kulturtechniken genauso entwickelt werden, weil es die Hand als solche gibt und weil sie es nicht macht. Also die haben direkt mit der Beschaffenheit des Körpers und der Art und Weise, wie wir unseren Körper einsetzen können, zu tun. Okay, ein Beispiel ist das Rechnen mit Zahlen. Das finde ich unter einem anderen Aspekt noch interessant und wichtig. Als operierende Zahlenfolgen nach der Einführung der indisch-arabischen Ziffern in Europa. Was interessant ist, wir zählen alle und wir können auch rechnen. Ne? Aber um das zu können, müssen wir sozusagen keine Mathematik können, keine Algorithmen kennen, nicht interpretieren können, die Theorie dahinter und so weiter. Und weil das interpretationsindifferent ist, ist das sozusagen sehr nahe dem technisch-maschinellen Können. Krämer sagt, ein Rechner, hier nicht mit dem Mathematiker zu verwechseln, wird umso korrekter rechnen, je mehr er sich dabei wie eine Maschine verhält. Also es ist sozusagen sogar notwendig, die Theorie dahinter zu vergessen, um schnell rechnen zu können, ordentlich rechnen zu können, ne? Nicht zu interpretieren. Wenn man jetzt die Charakteristika von Kulturtechniken versucht zusammenzufassen, man kann es auch anders machen, aber ich habe ein paar Aspekte hingeschrieben, dann ist es zum einen eine körperlich habitualisierte und routinisierte Form des Könnens, die in alltäglichen fluiden Praktiken wirksam werden. Fluid heißt, wir tun das ganz selbstverständlich. Wir denken ständig darüber nach. Es hat viel mit implizitem Wissen zu tun. Dann ist von einer Trennung von Können und Wissen die Rede. Das heißt, das führt auch zu einer Entlastung. Ne? Ich muss nicht wissen, was der Computer steht, aber ich muss dieses technische Können haben. Es hat mit Entlastung zu tun. Es ist nicht nur eine kognitive Entlastung, sondern es ist auch eine Demokratisierung, weil da sonst nur Mathematiker das können. Aber es ist sozusagen eine Verbreitung dieses technischen Könnens, die viel mehr Menschen Zugang zu diesem Können verschafft. Es ist immer, wie ich eben schon gesagt habe, mit Vergessensmechanismen verbunden. Das heißt, ich vergesse, was ich tue. Das mit der Hand finde ich übrigens sehr interessant. Mein kleiner Sohn hat angefangen, Klavier zu spielen. Der kann noch nicht lesen und schreiben. Das Erste, was die Klavierlehrerin gemacht hat, ist, sie hat seine Hand auf das Papier gelegt, hat sie abgezeichnet und hat 1, 2, 3, 4, 5 draufgeschrieben. Und jetzt weiß er genau, und ich glaube, so wird er das internalisieren, das ist der fünfte Finger, das ist der dritte Finger und so weiter. Ne? Und so bildet das sich natürlich auch mit Tasten ab. Und irgendwann wissen die Kinder wohl gar nicht mehr, was sie spielen. Wer Klavier spielt, dem wird es eh nicht gehen. Und dann die Hand bewegt sich automatisch. Da ist viel Experience und so weiter. Also Körper und Technik. Die Kulturtechnik ist immer älter als die Begriffe, mit der man dann auf sie verweist. Das heißt, die Menschen haben geschrieben, auch ohne ein konzeptes Alphabet zu haben. Die Menschen können heute auch noch musizieren, ohne das Notensystem zu kennen, beziehungsweise können singen, Melodien erkennen und so weiter mit Musik umgehen. Wichtig ist, was die Wissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftler beschreiben, die über Kulturtechnik arbeiten, sind nicht nur Medienwissenschaftler, sondern verschiedene Zugänge.
die man hier auch haben kann. Ist das, dass Kulturtechniken auch neue Möglichkeiten der Wahrnehmung und Kommunikation kommen zu lassen? Ich glaube, das können wir auch nachvollziehen, ne? dass unser Umgang mit Computer neue Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet und so weiter. Das ist ja fast eine Trivialität, aber auch in anderen Bereichen, glaube ich, kann man das ganz gut nachvollziehen. Das heißt, es eröffnet neue Möglichkeiten und Bereiche und schließt auch an andere Kulturtechniken an. Das heißt, eine kulturtechnische Betrachtungsweise soll, das ist jedenfalls die Zielsetzung hier, Felder erschließen helfen, die, ich zitiere, in Erscheinung treten, nur die Ränder von Disziplinen durchlässig werden und den Blick freigeben auf Phänomene und Sachverhalte, deren Profil mit den Grenzen von Fachwissenschaften gerade nicht zusammenfällt. Also, wenn ich jetzt sage, naja, also die Literaturgeschichtsschreibung, die müsste ganz anders aussehen, wenn man die Translation berücksichtigt. Oder die Kulturtechniken, das heißt, das Übersetzen zum Beispiel. Oder das, was man hier über Kommunikation, globale Kommunikation, Revolution und so weiter schreibt, was ist da eigentlich mit Kulturtechniken, das Übersetzen? Was passiert da genau? Ich hoffe jedenfalls, dass man mit der Konzeption von Translation als Kulturtechnik den Blick auf so andere Bereiche von Translation öffnen kann. Nicht so die klassischen. Das hat sich in der Translationswissenschaft in letzter Zeit sehr viel getan. Nicht nur mit dem Fachbereichen, aber auch der Bereich des nicht professionellen Übersetzers und Menschen. Man muss sich mal vorstellen, dass wir das jahrzehntelang viel zu wenig beachtet haben, was da eigentlich passiert. Weil es nicht sozusagen Translation in dem Sinne, wie wir das definiert und verstanden haben, war. Und ich hoffe, dass so ein Ansatz das vielleicht ein bisschen weiter öffnen kann. Okay, was wären denn, wenn man sich jetzt so Beispiele vorstellt, mögliche Kulturtechniken der Translation? Ja, das gab viele verschiedene Formen. Manche ihren Person ist jetzt hier wieder. Der spricht in dem Kindergarten Deutsch und zu Hause Türkisch. Das heißt, er weiß, es sind wohl zwei verschiedene Sprachen. Nicht nur so, er weiß das. Aber er geht viel hin und her und er weiß auch wann. Und manchmal dolmetscht er oder lässt dolmetschen. Aber ich glaube nicht, dass ihm das bewusst ist. Ich glaube, es ist einfach Teil der Kommunikationsform, so wie er seine Hand einsetzt zur Gestik. Ja? So wie er etwas signalisiert mit Stimme und so weiter. Also wie er andere Techniken, Körpertechniken und so weiter einsetzt, setzt er für die Kommunikation auch die Kulturtechnik, wie wir das vielleicht nennen könnten, des Dolmetschens, der Translation an. Okay, das heißt, er macht es im Rahmen einer Kontinuität, nicht im Rahmen einer, jetzt mache ich das, jetzt ist dieser Akt hier und diesen Akt trenne ich von dem. Das finde ich interessant. Also eingebettet in andere Kulturtechniken. Wenn wir Untertitel haben, angucken oder man spricht ja auch von Kulturen im Zusammenhang mit Synchronisationskulturen, da haben wir auch, glaube ich, Kulturtechniken des Umgangs mit Translation, die wir beobachten können. Ich habe an einer anderen Stelle von translatorischer Toleranz gesprochen. Das ist schon interessant, ne? dass man sich diese Filme anschaut und gar nicht mehr merkt, dass sie da nicht sind. Das ist merkwürdig. Warum heißt der so hervorragend Türkisch spricht, eigentlich John, nicht Ali oder so, ne? Das heißt, wir entwickeln eine sehr hohe Toleranz und wer nicht mit Synchronisation arbeitet oder noch nie einen synchronisierten Film geguckt hat, der findet das befremdlich. Diejenigen, die immer mit Untertiteln arbeiten, ne? Unsere isländischen Freunde, die finden das befremdlich, wenn sie Synchronisation hören, aber die können auch viel besser Untertitel lesen. Ne? Sie haben einen anderen Blick, das weißt du. Dass sie nicht linear lesen, sondern eine Technik entwickelt haben, um diese Untertitel anders und so zu lesen, dass sie den Film dabei nicht haben. Nur wenn wir als Translationswissenschaftler uns zu stark darauf konzentrieren, wie die Übersetzung oder Verdolmetschung da passiert, da verpassen wir tatsächlich den Film. Das heißt, wir müssen wirklich vergessen. Das gehört zu dem Umgang, zu dieser Technik, erworben haben und in diesem Zusammenhang dazu. Ähnlich ist es, glaube ich, jetzt mit Google Translate oder
Online-Wörterbücher, Parallel-Textkorpora, das, was im Internet so an Translationen passiert. Das ist, glaube ich, auch in kontinuierlichen Kommunikationsprozessen sehr stark angewendet. Und es gehört zu wesentlichen Kulturtechniken. Es ist eine Kulturtechnik, die zu anderen Kulturtechniken ganz wesentlich dazu gehört und nicht vorbehalten ist, ausgebildeten Dolmetschern und Übersetzern. Auch ein interessantes Feld. Und das Ganze fällt ja nicht wirklich in den Translation. Okay. Jetzt sind da ein paar Gedanken, die vielleicht so ein bisschen stören könnten, aus der Sicht der Translation. Wenn ich jetzt sage, das ist nicht wertend, aber für die Funktionsweise von Translation ist es wichtig, dass sie oft vergessen und unsichtbar wird. Na, also, wenn wir sagen, Translation muss immer sichtbar sein, das ist natürlich eine politische Haltung, eine engagierte politische Haltung. Aber ich möchte damit eigentlich sagen, dass dieser Umgang mit Kulturtechniken an sich weder schlecht noch gut ist. Und wenn wir das erstmal öffnen und bereit sind, das genauer anzugucken, dann können wir sagen, was den Umgang damit politisch problematisch macht. Sie sind an sich erstmal weder schlecht noch gut. Man kann nicht so beschreiben, aber man kann vielleicht dadurch, dass man das in dieser Weise in Betracht zieht, das politische Moment daran genauer ausfindig machen. Ja, also die negative Wertung einiger dieser Praktiken in der Translation, beispielsweise in der Sonnenstörung. Klar, sehr kontraproduktiv, was Professionalisierungsbindungen angeht, und hat viel Unheil angerichtet und so weiter. Aber nicht weil die Menschen, sondern weil sie instrumentalisiert werden, weil sie in bestimmte Situationen eingesetzt werden und so weiter. Das können wir dabei schon. Und auch sehr gut sein. In bestimmten Situationen. Und auch sogar auf der Kultur. Dann wäre das nicht jetzt, wenn ich da jemanden habe, der über unbegleitete Flüchtlinge promovieren möchte oder promoviert, und jemanden habe, der über Zensur promoviert oder in einem bestimmten historischen Kontext und so weiter, dann muss ich natürlich überlegen, was haben die gemeinsam? Es ist nur einfach so dieser weite Überbegriff Politik der Translation als Politik. Sondern was haben die eigentlich gemeinsam? Und da erhoffe ich mir auch, dass man durch diesen performativen Ansatz eine methodische Gemeinsamkeit erarbeiten kann, wenn man sagt, okay, ich gucke auf die Szene. Und ich gucke jetzt zum Beispiel nicht nur auf die Texte und wenn zensiert wird, was da fehlt oder so, sondern ich gucke auf die Komplexität der Szene und ich verallgemeine nicht nur im systemischen Sinn. Ja, da waren jetzt diese Regelungen für Zensur und deswegen ist das so passiert, sondern ich versuche, das Ereignis in einem individuellen Moment auch auszunehmen. Und ähnlich ist es natürlich beim Fachdolmetschen oder so auch. Und was interessant ist, finde ich, was ich gerade zu beschreiben, was ist denn die Relation zwischen diesen Fluiden, zwischen diesen unmerklich von sich gehenden und dem Diskontinuierlichen, da wo Grenzen gesetzt werden, wo unterbrochen wird, wo strategische Unterbrechungen stattfinden durch Translation. Okay, also es geht bei dieser Betrachtungsweise sozusagen auf eine Kombination, um eine Kombination zwischen ritualisiert, fast mechanisch sein müssen, sozusagen, und dem nie nur mechanischen. Das Aufzeigen des Spannungsverhältnisses zwischen instrumentellen und fortsetzungsorientiertem Umgang mit Translation und intervenierenden Performanceformen. Wir hoffen, es hat schon gesagt, dass wir theoretisch methodische Synergien ermöglichen. Ein Beispiel noch, oder habe ich noch ein bisschen Zeit? Ich habe vorhin von den heuristischen Kategorien gesprochen. Entdeckung als heuristische Kategorien. Komischer Begriff eigentlich, Entdeckung. Also selbst schon sehr politisch belegt, weil paradoxe Struktur, ne? Es ist sehr interessant, wenn man sich die Diskurse zur Entdeckung anschaut, dann ist es so irgendwo sehr positiv belegt. Auch
Entdeckungsfahrten oder so. Das wundert mich, dass so positiv belegt ist, weil da so viel Unheil angerichtet wurde. Durch oder im Zuge der Entdeckung. Aber Entdeckung ist positiv, weil es Neues bringt. Weil es etwas bringt, was bereichert und so weiter. Das ist so der Gedanke. Auf der anderen Seite ist in dem Entdeckungsmoment, glaube ich, immer auch Macht eben schon eingeschrieben. Und ich glaube, der Gedanke der Entdeckung ermöglicht die Problematisierung von Konzeption des Neuen in die Durchtranslation. Und zwar vielleicht über das hinaus, was zum Beispiel in der Polysystem Theory oder so, dass man sagt, hier ist ein Wandel in der Gesellschaft und das bringt das Neue oder man hat eine Translation, um das zu bereichern, sondern tatsächlich wieder viel singulärer betrachtet. Um nicht so sehr auf das System zu gucken, sondern um die Wirkungsweise des spezifischen Translationsmoments. Ja, das Neue. Also ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt ausführen soll, aber was den Entdeckungsgedanken angeht, kann man auch sehr schön weiter problematisieren. Also was ist eine Entdeckung? Man kann es aus der Sicht des Entdeckenden betrachten. Frau Rekha, ich habe das jetzt entdeckt. Nur wenn das sonst niemand wahrnimmt, wenn es keine Szene gibt, ist das dann eine Entdeckung? Oder wenn es alle anderen schon wissen. Das heißt, wenn ich das szenisch beschreiben möchte, dann müsste ich auch die Gruppe zum Beispiel auch eine Wirksamkeit im Herz sagen würde. Beobachtbar ist und wo diese Wirksamkeit entsteht. Oder umgekehrt, dass keine Entdeckung beabsichtigt ist, aber trotzdem eine Entdeckung stattfindet, das ist dann ja, dass die Entdeckung ereignet sich dann. Und welche spezifischen Konfigurationen führen dazu, dass sich diese Entdeckung ereignet? Okay, also und vielleicht auch über die klassischen Entdeckungskontexte der literarischen Theorie hinaus kann man das öffnen. Ich habe gestern ein Gespräch mit Shelley Barbe darüber geführt. Sie sagte, na klar, also es verschiebt sich ja total zum Beispiel in der Arbeit mit Psychiatern oder Sozialarbeitern. Sieht sie, wie sie neue Formen des Umgangs entdecken für sich oder eben praktisch Dinge sich erschließen, die sie ohne diese Arbeit oder Mitarbeit oder Zusammenarbeit mit der Dolmetscherin gar nicht gemerkt haben. Eine neue Arbeitsform und so weiter, neue Kulturtechnik eventuell oder erweiterte Kommunikation und so weiter, die sich dann hier anschließen können. Dann hatten wir noch von Grenztheorie und Heterodoxie gesprochen, auch weitere mögliche Zugänge, die wir vorgeschlagen haben für das Projekt. Das dient zum einen natürlich zu der Dynamisierung des Translationsbegriffs, die ich schon angesprochen habe. Also keine statischen Einheiten, sondern Aushandlung von Grenzen und so weiter. Und da muss ich immer an Rita Kotari denken. Und zwar, glaube ich, können wir wirklich viel lernen aus Kontexten, in denen ganz anders mit Sprache umgegangen wird. Ja, wo dieses Heteroglosse, also die Sprachgrenzen ganz anders wahrgenommen werden und immer wieder gesetzt werden. In einem Vortrag hat sie mir erzählt, wie sie wie auf dem Markt geguckt wird, wer was an Repertoire hat und wie man miteinander kommunizieren kann. Der hat drei Sprachen, die andere hat andere drei, aber es gibt Überschneidungen und dann bastelt man sich die Sprache dort zusammen, zum Beispiel. Ne? Oder wenn man keine Lust hat oder politische Gründe hat, sich mit jemandem nicht zu verstehen, dann tut man so, als würde man ihn nicht verstehen und geht auch über das Englische zum Beispiel. Ne? Also man setzt sozusagen die Grenzen. Und ich meine, so ein ganz einfaches Beispiel für den strategischen Einsatz ist natürlich, wenn Politiker, die eigentlich noch ganz gut Englisch sprechen, beide, ihre Dolmetscher dabei haben. Ne? Das ist nicht einfach ein auf Kommunikation und instrumentelles Kommunizieren ausgerichtetes Dolmetschen in dem Fall, ne? Sondern es ist strategisch. Ich setze hier eine Grenze bei. So ist das ungefähr gemeint. Ich habe hier noch ein Zitat von Rita Kotari. The interaction between languages, especially in the oral context, and the that constitutes the majority, is a robust communication where one of its many manifestations may be translation. I wish to underscore the contextualization and relativization of not only what we consider translation, but also the imagination of language and linguistic difference. Und ich glaube, ein
derart dynamisiertes Transaktionskonzept, das vielleicht als Kulturtechnik verstanden wird und wo der Blick auf das Performative gelenkt wird, und man nicht sagt, das ist jetzt Transaktion, alles andere ist immer weg, ja, könnte dazu helfen. Wie gesagt, es geht nicht um eine Auswahl des Transaktionsbegriffs an sich, aber um darum, einen Blick auf diese Praktiken zu lenken, den Blick auf diese Praktiken zu lenken, indem wir Übersetzung Dolmetschen, Sprachgrenzen überschreiten, markieren, Brücken bauen oder neue Mauern errichten. Ja, ich glaube, das wäre es dann auch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und kann gerne über das eine oder andere Beispiele geben, Auskunft.